Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Sons of the Forest. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ah, da kommt ihr ja schon angelatscht. Ach, Kelvin. Wir sind ja als sonst wo auf der Map, aber Kelvin ist da. Natürlich ist Kelvin da. Wie immer. Vivi kommt auch gerade angesprintet, glaube ich. Ne, wobei, das da vorne sind, glaube ich, Grabmarkierungen, ne? Meine ich zumindest. So. Wir waren beim letzten Mal hier in der Höhle und haben uns das Tauchgerät, das wir da unten links so leicht sehen, haben wir uns besorgt. Da ist es. Hier drüben. Und jetzt fehlt uns als nächstes natürlich noch eine weitere Höhle, die wir öffnen müssen. Diese sollte irgendwo weiter im Norden sein. Und ich würde auch vorschlagen, dadurch, dass wir gerade unterwegs sind, flitzen wir da auch mehr oder weniger direkt mal hin. Aber wir werden jetzt einen kleinen Umweg über den Hubschrauberabsturzplatz machen. Denn dort bekommen wir nochmal ein paar schöne, nette Handgranaten. So hoffe ich zumindest. Das ist eben so eine Sache. Ob es tatsächlich das wird, das schauen wir einfach mal. Denn man weiß ja nie, was in den Kisten tatsächlich dann letzten Endes drin ist, ne? Warte mal, lass mich mal überlegen. Also wir haben auf jeden Fall, erstmal können wir hier das Tauchgerät abnehmen. Das ist ja sonst ein bisschen seltsam. So, abgelegt ist es. Dann haben wir uns mal hier ein paar rein. Bauen wir uns nochmal ein paar von den guten Zeitbomben. Oh Gott, ich glaube, ich muss niesen. Mensch, das hättest du echt mal vor der Aufnahme machen können. Das gibt's da wohl nicht. Entschuldigt. So, drei Zeitbomben. Die können wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Hürde dann auch sehr gut gebrauchen. Dann hoffen wir, dass wir noch ein paar Granaten finden. Vielleicht noch ein bisschen Munition und dann sollten wir eigentlich ganz gut auch durch die nächste Höhle durchkommen. Was wir nochmal gucken können, ist, wie viele Pfeile haben wir denn? Wir haben 20 Steinpfeile, 18 3D-gedruckte Pfeile und 20 Kohle. Ja, gut, okay. Damit kommen wir auf jeden Fall durch die Höhle durch. Gar kein Problem. So, ich würde sagen, wir flitzen dann mal eben hier an dem grünen Punkt da vorne vorbei und dann zum Heliplatz. Vielleicht nochmal bei der Höhle rein. Schauen wir mal. Wir können auch im Grunde genommen einfach hier am Fluss bleiben, ne? Ja. Bleiben einfach mal hier am Fluss. Eine kleine Flusswanderschaft. Machen wir einmal. Ich habe richtig Lust, durch die Höhlen zu schlawinern momentan, muss ich sagen. Und ein bisschen auf der Insel unterwegs zu sein. Das Bauen macht sehr, sehr viel Spaß. Ist sehr gut. Aber ich kann es eben irgendwie auch nicht die ganze Zeit machen. Ausdauer, warte mal, haben wir. Wenn uns mal hier eben ein Schlückchen Wasser gönnen und gucken dann mal eben, ob wir noch ausreichend Wasser in der Flasche haben. Ja, die ist noch komplett voll. Hauen wir uns mal hier eben was von rein. Energy Regal. Dann nochmal eben hier von eins. Gucken, wie viel es da gibt. Ja, fast voll, sehr gut. Dann haben wir uns noch eine Gesundheitsmischung rein. Und dann sind wir auch wieder richtig, richtig gut dabei. Auf geht's. Schlückchen Kaffee und los geht's. Immer den Fluss entlang. So grob zumindest. Und dann gucken wir mal, was wir an Loot so Schönes finden. Ja. Zum nächsten Update werde ich wahrscheinlich nicht dazu kommen, sofort aufzunehmen. Müssen wir mal schauen. Ich bin aber schon sehr gespannt, was da wieder drin ist. Wir müssen uns natürlich hier in diesem Update auch noch die neue Höhle angucken, die hinzugefügt wurde. Ne? Gucken, ob wir überhaupt vor dem nächsten Update dazu kommen. Schauen wir mal. Wir werden uns jetzt erstmal die ganze Ausrüstung abholen und dann mal schauen, wohin es uns danach verschlägt. Vielleicht stolpern wir auch zufällig über die Höhle. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich spoilere mich da nie. Ich lasse mich immer komplett in den Spielen treiben und gucke einfach,
wo wir was finden. So, da vorne sind ein paar Leute. Hier gibt es ja höchstwahrscheinlich auch ein paar Kisten, ne? Ja, ich bin nur kurz. Ich. Ist gut. Oh. Ja, nee, lass das. So, okay. Jetzt bin ich hängen geblieben. Tolle Wurst, ey. Eigentlich wollte ich euch mal ausnahmsweise nicht verprügeln. Hörst du auf? Sag mal. Wie viele sind denn hier? Das gibt's ja wohl nicht. So, ihr lebt da fröhlich weiter. Ich habe euch jetzt ja ausgeklaut. Ausgeklaut? Wo kommt das Wort denn her? Ausgeraubt habe ich euch. Wobei, war es überhaupt ein Raub? Ich bin mir nicht so sicher. Es war irgendwie ein freundlicher Überfall. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, und dann könnt ihr einfach wieder ein bisschen Proviant neu besorgen und dann komme ich wieder vorbei. So machen wir das. So, warte mal, sind wir schon da? Ja. Hier vorne. Aber ich glaube, hier war ja nur die Stelle, wo wir buddeln müssen, ne? Und das können wir ja noch nicht. Da. Nehme ich einmal mit. Nee. Ja, hier müssen wir buddeln. Können wir noch nicht. Also machen wir das dann beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. Oder. Ja, weiter am Fluss entlang und dann darüber hinaus. Und dann gucken wir da auch mal, welche Höhle das nochmal war. Ich krieg's nicht ganz zusammen. Vielleicht ist es ja gar nicht so eine wichtige Höhle. Wobei, aber meine. Nee, da waren wir beim letzten Mal nicht, ne? In der letzten, vorletzten Folge. Meine ich zumindest. Wo wir auf jeden Fall immer vorbei zischen sollten, ist da vorne an dem Camp. Weil da haben wir auch eventuell Glück, was Granaten und ähnliches angeht. Da hinten. Ist ganz gut, wenn man dann irgendwann so ein bisschen die Gegend kennt und weiß, wo es welchen Loot gibt. Zumindest bei manchen Camps. Die kommen schon aus dem Wasser. Alter Vater. Was hab ich mich erschrocken jetzt? Meine Güte. Wir können uns natürlich mal eben hier nochmal ein bisschen Gedärm anziehen. Das ist nämlich das, was wir immer zuerst weghauen. Also die letzten da oben an der Minimap. Die letzten Rüstungsteile, die hauen sie immer zuerst weg. Und da können sie gerne das Gedärm erstmal weghauen. Weil, wie bereits mehrfach gesagt, mir gefallen noch die... Mensch, was ist los? Entschuldigt bitte. Mir gefallen doch sehr die... Gutes Lied. Mir gefallen sehr die Knochenrüstung. Oh. Ah. Hier. Okay. Schade, keine Handgranaten gefunden. Was wir eben vor allem brauchen, sind Münzen aktuell, glaube ich. Ich glaube, alles andere geht. Aber Münzen sind halt echt nicht so... Münzen sind rar gesät aktuell. Rar gesät. Na gut, dann flitzen wir mal los. Moment mal. Ist hier nicht normalerweise der Typ mit dem GPS? Sender... Wir sind auch noch nicht voll. Haben die da was geändert? Kann man die jetzt nicht mehrmals looten? Beziehungsweise nicht mehr. Mal eben vorbeischauen. Hier müsste doch eigentlich ein GPS-Sender zu finden sein. Ach, guck mal, da oben hängt er wieder. Das ist eben immer das Problem, ne? Zwischen den Aufnahmen speichere ich häufig und lade dann mal neu. Weil das Spiel ja gerne mal ein bisschen von der Performance, unter der Performance leidet. Beziehungsweise, das Spiel leidet unter der Zeit, die man es spielt.
Und dann wird die Performance schlechter und deswegen starte ich immer mal neu. Und dann kommt es aber natürlich dazu, dass der ganze Respawn hier stattfindet. Nee, der hat tatsächlich keinen GPS-Sender, keinen weiteren. Haben sie da tatsächlich was geändert? Kann man das jetzt nicht mehr mehrfach einsammeln? Das wäre natürlich ganz interessant, weil dann müsste man mit seinen GPS-Sendern ein bisschen vorsichtiger sein. Bisher konnte man die einfach mit denen um sich werfen und überall einfach einen GPS-Sender dran bappen. Aber jetzt sieht mir es gerade ein bisschen danach aus, als würde man jetzt nur noch eine begrenzte Anzahl an GPS-Sendern haben und dann müsste man die nämlich mehrfach nutzen. Also erstmal einen aufstellen und irgendwann hat man keinen mehr und dann muss man mal gucken, wie man da so am besten mit umgeht. So, warte mal, welche Höhle ist das? Ich glaube, ich meine, das ist nur eine kleine Höhle. Schauen wir mal. So, hier kam man gut hoch. Das ist witzig, wie man manche Ecken schon extrem gut kennt, obwohl man da nicht baut oder so. Einfach immer, wenn man da immer wieder vorbeiläuft an diesen Stellen. Ach, diese Höhle ist das. Ja, das ist genau die, wo wir hinwollen. Hier müssen wir dann als nächstes hin. Na gut. Dann schlage ich doch einfach mal vor. Wir flitzen jetzt oben zum Heli. Und dann können wir direkt hier wieder runter. Und besuchen diese Höhle direkt mal. Das ist genau die Höhle, wo wir hinwollen, ey. Super. Hä? Moment mal. Welche ist denn die da hinten? Ach, die da hinten ist dann das mit dem Seilrutschengewehr, ne? Müsste sie sein. Ich hatte jetzt die zwei hier verwechselt, wie es aussieht. So, ab in den Schnee. Was haben wir eigentlich für eine Jahreszeit aktuell? Herbst dürfte es nicht sein, ne? Frühling? Ist es sogar noch Frühling oder sind wir schon wieder im Sommer? So, Heli, wir gehen mal hier hinten rum. Hier auf der Seite geht es ein bisschen einfacher hoch. Soweit ich mich recht entsinne. Müsste eigentlich hier sein. Ich glaube, dafür müssen wir noch ein Stückchen weiter zur Seite. Ich glaube, da müssen wir lang flitzen. Weil, vielleicht kommen wir auch hier hoch. Wir haben unsere Steigeisen dabei, ne? Oder unsere Noppen. Was auch immer es ist. Auf jeden Fall kommen wir überall überraschend gut hoch. Ah, kein Problem. Überhaupt gar kein Problem. So, Heli ist da vorne. Hier um die Ecke ist dieser kleine Bach. Da ist er. So. Das war unser Ziel. Oh, cool. Schön. Genau das, was wir brauchen. Was haben wir hier? Ein paar Pfeile, ein bisschen Munition. Schrotflintenmunition. Die Schrotflinte haben wir leider noch nicht. Die müssen wir uns natürlich auch noch zusammensammeln. Kommt dann aber bald. Also richtig. Mehr Schrotkugeln. Ah, so richtig gut war das jetzt hier nicht, muss ich sagen. Die Ausbeute. Die lässt schon zu wünschen übrig. Haben wir denn noch irgendwas? Wir können einmal in die Höhle nochmal reinflitzen. Da gibt's. Da könnte es ein paar Münzen geben, was natürlich auch sehr gut wäre. Dann können wir uns noch ein paar Zeitbomben basteln. Die werden wir uns nochmal eben besorgen. Hoffe ich. Falls wir Glück haben. Speichern können wir da auch noch hier mal direkt.
Ah, Katzenfutter. Tja. Geldscheine haben wir hier. Münzen dummerweise nicht. Einmal abspeichern. Ups. Ein Seil, noch eine Plane. Tja. Nee, das sieht alles nicht so gut aus. Nicht das, was ich brauche. Häschen. Was war das gerade für ein Geräusch? Klang so, als hätte jemand ein Säckchen eingegossen oder so. Ah, da. Jawohl. Da sind ein paar Münzen. Vielleicht hier auch noch? Nein, verdammt. Okay, aber jetzt müssten wir uns doch eigentlich wieder eine... Wie viele Münzen haben wir? 9. Okay. Also eine weitere Zeitbombe können wir uns basteln. 2 Granaten haben wir. Naja. Aber das sollte insgesamt... Sollte das locker reichen. Für die Höhle. Das sollte passen. Aber lass uns mal überlegen. Gab es hier um die Ecke noch mehr... da unten ist die Höhle, die wir wollen. Wir können jetzt mal den Fluss hier nach... Das Wind, glaube ich, ne? Den man da ganz leise hört. Wir können dann nochmal den Fluss hier nach unten gehen, in der Richtung. Und gucken, ob wir da nochmal eben das ein oder andere einsammeln können. Denn... Besser bis an die Zähne bewaffnet in die Höhlen gehen, als nackig. Die darf man echt nicht unterschätzen, die Höhlen. Vor allem sind sie unvorhersehbar, muss ich sagen. Seit der Anpassung. Es war, seit dem letzten Patch, glaube ich, war das auch, ne? Mit dem letzten Patch kam, das meine ich auch. Es war am Anfang sehr vorhersehbar, nämlich verdammt schwer. Extrem viele Gegner, da wusste man, was auf einen zukommt. Jetzt können es super wenig sein oder relativ viele. Also es kommt teilweise dann doch vor, dass sehr, sehr viele Gegner in den Höhlen rumstehen. Das hängt wohl auch mit der Länge zusammen, mit der Zeitspanne zusammen, die man schon hier auf der Insel ist. Aber... Ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise kann man einfach durchspazieren, wie wir beim letzten Mal in der letzten Höhle gesehen haben. Und dann gibt es wieder so Abschnitte und Momente, in denen plötzlich 20 Gegner oder so in einem Höhlenabschnitt sind. Ah, hier, ach ja, hier war das mit den Booten. Die geben uns aber, glaube ich, nur Seile, ne? Nicht mal das. Doch, hier. Ein Seil, noch ein Seil. Apropos Seil, haben wir eigentlich... Ja, haben wir. Wir haben einige Seilrutschenseile. Das ist gut. Einiges zu futtern haben wir, einiges zu trinken haben wir. Ja, wir sind, was Nahrung angeht, sind wir sehr gut ausgestattet. Ich habe aber den Eindruck, als wären auch die Gegner hier im freien Wald weniger. Kann aber auch sein, dass ich den anderen Spielstand die ganze Zeit im Kopf habe. Und da haben wir ja schon viel mehr Stunden gespielt. So dass das sein kann, dass da... Guck mal, da vorne ist ein Camp. Das können wir uns nochmal anschauen, würde ich sagen. Dass da einfach ein anderer, ein viel, viel heftigerer Spawn stattfindet als hier, ne? So, wir hauen uns mal eben die Pflänzchen hier noch rein. Guten Tag. Ich esse hier nur ein paar Blumen, ja? Würdest du das bitte lassen? Ich esse hier nur ein paar Blumen, mein Freund. Hey, das sind aber... Mensch. Aber ein großes Camp. Ich
weiß gar nicht. Also hier war ich noch nicht häufig. Ach so, doch, das ist es, ja, ja. Was ist das mit den ganzen Radios? Spinnst du ein bisschen? Das ist das mit den ganzen Radios. Die waren normalerweise an, deswegen habe ich das jetzt nicht erkannt. Nummer 7 Münzen, sehr schön. War das jetzt ein Reh oder war das ein Angreifer da hinter mir? So, hier haben wir aber soweit dann auch alles leer gelootet, ne? Oh, da kommt der Günther. Oh, hier, guck mal. Ein Bulli. Hatten wir schon, wie es aussieht. Okay, du kannst gerne mal... Du, da ist jemand da vorne. Du kannst gerne den mal verprügeln. Genau so. Hau da mal drauf. Das müssen wir uns mal eben angucken hier. Er steht da einfach rum. Wird aber auch nicht getroffen. Der andere allerdings. Jetzt wird er auch getroffen. Yep. Ja gut, das ist ein bisschen doof. Der war gerade ein bisschen, ich glaube, der war ein bisschen perplex. Der hat nicht so ganz verstanden, was er da sieht. Na gut. Den Flickflack Franz, den werden wir uns einfach mal, Flickflack Florian, den werden wir uns einfach mal ignorieren. Den ignorieren wir uns einfach weg. Stattdessen flitzen wir jetzt mal zur Höhle. Schnell mal rein dort. So, da sind wir am richtigen Bach. Ich glaube ja, ne? Ja, müssen wir einfach folgen. Dann sind wir auch schon am Höhleneingang. Aufpassen. Okay. Hier sind wir. Wunderbar. Vorsicht. Dann würde ich vorschlagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal das Innere dieser Höhle an. Vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal hier in Sons of the Forest. Tschüssi.